Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First. Leider etwas erkältet, angeschlagen. Kindergartenseuche 103. deswegen kann ich draußen nicht filmen. Ich möchte aber trotzdem ein Video für euch am Start haben. Und ich dachte, ein Thema, was wir mal gemacht haben, was irgendwie wenig beachtet wurde, muss ich jetzt nochmal pushen. Und natürlich dann muss dazu ein Gewinnspiel geben. Also habt ihr einen Mehrwert, ein schönes How-To-Video und ein Gewinnspiel. Und in dem Video, was ich jetzt gleich hier zeigen werde, da geht es ums Materialschonende, um leise Schalten. Und das ist so ein All-Time-Classic. Also das ist immer relevant, vor allen Dingen bei Anfängerinnen und ja, eigentlich auch bei Leuten, die schon länger dabei sind, habe ich das immer mal wieder mitbekommen, dass ich dachte, dong, klong, klong, oh, das arme Schaltwerk. Genau. Und ja, und danach gibt es dann ein Gewinnspiel. Bleibt also dran, es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal zum How-To. Hi, wir sind heute wieder im Winter im Schnee und wir haben als Thema heute materialschonend und leise schalten, weil in der Praxis, das heißt in unseren Fahrtechnikkursen, wissen wir einfach, wir hören immer dieses laute Schalten, die Leute schalten mit starker Last und da kann doch auch das Material direkt kaputt gehen, Kettenblatt verbiegt, es kann, auf Dauer ist es auch einfach Material verschleißen. Vorausschauendes Schalten heißt, dass man vor einem plötzlichen Gegenanstieg schaltet, damit man nicht im Anstieg unter Last schalten muss. Dann würde man die Kette unter starkem Zug haben und es würde sehr laut und materialverschleißend sein. Eine Variante ist, dass man mit sehr viel Schwung anfährt, dass man dann ein-, zweimal ohne Last mittreten kann. In dem Moment schaltet man und das Schalten ist direkt viel leiser und materialschonender. Dieses kann man immer wieder in leichten Anstieg üben. Dadurch erreicht man auch, dass man nicht so schnell Verschleißsätze nachkaufen muss oder vielleicht ein Kettenritzel verbiegt. Die andere Variante wäre es, wenn man in einem Anstieg fährt, dass man die Kette entlastet, sehr, sehr langsam tritt und dann schaltet und erst wenn der Gang sitzt, wieder mit Last und Power lostritt. So kann man auch materialschonender schalten im Berg. Wenn ihr in einen steilen Anstieg plötzlich gekommen seid und ihr merkt, ihr musstet kurz vom Rad oder Fuß absetzen, es geht jetzt weiter. Da ist es wichtig, bevor ihr neu anfahrt, muss der Gang sitzen. Ihr könnt nicht direkt beim Losfahren schalten. Das heißt, ein kleiner Tipp für euch: Ihr hebt mit der einen Hand am Sattel das Fahrrad hoch, die andere Hand geht an den Schalthebel. Mit dem einen Fuß bewegt ihr die Kurbeln und dann schaltet ihr. So, schön gefühlvoll. Jetzt kann ich hier in den ersten Gang, weil ich brauche den leichteren Gang. Und dann gefühlvoll losfahren. So, liebe Leute, das waren Tipps fürs leise Schalten. Und ich kann euch empfehlen, übt das so viel, immer wieder, wenn ihr mal irgendwo leicht berghoch fahrt, immer dieses Schalten, damit ihr das ins Blut bekommt und nicht mal nachdenken müsst, weil das wird euer Material und dann euer Geldbeutel euch danken, dass ihr nicht andauernd neue Verschleißsets, Kassette, Kette kaufen müsst. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dem Video. Jetzt meine Frage, habt ihr das schon so gemacht mit dem leise Materialschonen schalten ganz bewusst? Oder ist es jetzt für euch was, was ihr wirklich noch mehr beachten wollt? Schreibt bitte mal in die Kommentare. Und hier die E-Mountainbike-Fans unter euch, macht euer E-Bike das? Hat das E-Mountainbike hat das so einen Sensor drin, dass es beim Schaltvorgängen ein bisschen die Unterstützung rausnimmt? Oder müsst ihr das auch beachten, dass ihr nicht quasi beim Schalten immer direkt Motor-Power noch drin habt und das Schalten wird noch lauter und noch materialverschleißender, sage ich mal. Ja, bin ich mal gespannt. Kommen wir zum Gewinnspiel. Auch ein bisschen ein Classic, aber ich meine, es hat auf jeden Fall einen Mehrwert und es ist entweder für einen selber schön oder halt als Geschenk für jemand anders zur Motivation. Und zwar kennt ihr ja meine Fahrtechnikbücher und ich verlose jeweils ein Exemplar von dem Mountainbike-Fahrtechnikbuch und dem E-Bike-Fahrtechnikbuch. Wobei man sagen muss, das E-Bike-Fahrtechnikbuch hat den ersten Teil so ein normales E-Biken-Fahrsicherheitstipps. Und im zweiten Teil, also nach der Hälfte,
kommen dann die E-Mountainbike-Tipps und da geht es auch von Basics bis zu Bunnyhop und Hinterradversetzen. Also wer das gerne mit einem E-Mountainbike haben will, ja, schönes Buch. Oder wer sagt, ich möchte das gerne meinen Eltern oder Bekannten schenken, die viel E-Bike im Alltag fahren. Wie gesagt, da ist auch der erste Teil. Genau. Was müsst ihr machen, um so ein Exemplar zu bekommen? Ihr wisst, ich habe nicht nur viel an Videos und Artikeln und Büchern im Fahrtechnikbereich veröffentlicht, sondern vor allen Dingen bin ich seit 2008 Fahrtechniktrainer und jetzt wieder auch voll am Start, weil ich hatte nach der Pandemie, oder bei der Pandemie, ein paar Jahre Pause gemacht, nur Trainer ausgebildet und ein paar Mal Privatkurse gemacht, aber jetzt wieder Vollgas, Ride First, die Bikeschule ist wieder da, mit Fabian, meinem Kollegen, und der managt da ganz viel. Ich bin als Trainer auch wieder voll am Start. Ja, und wer das Buch gewinnen will oder Einzelbücher, schreibt bitte rein, welches Buch. Und natürlich geht auf ridefirst.de, die Webseite, und sagt mir mal, welchen Kurs findet ihr für euch interessant? Wen würdet ihr wirklich gerne mal mitmachen? Ja, würde mich mal interessieren, so wie die Lage ist. Sind das mehr die unteren Levels oder die höheren Levels? Mit E-Bike, ohne E-Bike oder eins von den neuen Kursen. Wir haben auch Gravel-Bike-Kurse und auch SUV-Bike-Kurse. Das ist einfach so E-Mountainbikes mit voller Straßenausrüstung quasi, sind SUV-E-Bikes. Ja, das ist auch eine Zielgruppe. Dann können Leute auch mit ihrem SUV-Bike mit Tasche und Ständer in den Kurs kommen. Das wird auch ziemlich cool. Genau, schreibt mal rein. Oder sind es eher die Bikepark-Kurse? Die Klassiker, die ja immer angefragt werden, Manual, Hinterrad versetzen, Bunnyhop, Kehren fahren, steile Sachen, ja, ich bin einfach mal gespannt. Also, alle Kommentare, die in die Richtung gehen, mit dem passenden Kurs, den ihr euch wünscht, den ihr gerne mal machen würdet, machen dann bei der Verlosung teil, das wird über das Zufallsverfahren random.org ausgelost am 24. Februar, genau, und dann wird der Gewinner oder die Gewinnerin kontaktiert. Und natürlich würde ich dann euch gerne noch eine Widmung reinschreiben und das Buch signieren. Ist natürlich auch schön, so ein bisschen so als Zusatz, dann ist es nicht nur so wie aus der Buchhandlung. Genau, ja, ich bin auf alle eure Kommentare gespannt. Danke fürs Mitmachen und hoffentlich sehen wir uns mal in einem Fahrtechnikkurs. Und die Saison ist ja lang sonst bei den Festivals hier im Sauerland. Bis dann.